Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Garnieren TV hier auf diesem Kanal. Mein Name ist wie immer Lukas Müller und heute möchten wir euch mal zeigen, wie wir so ein Video, was jeden Freitag rauskommt, überhaupt schneiden. Ich wünsche euch viel Spaß damit und Film ab! Heute wollen wir euch hinter die Kulissen von Garnieren TV bringen. Wir zeigen euch, wie Garnieren TV geschnitten wird. Info im Voraus, vielleicht sind bei der einen oder anderen Stelle kleinere Kenntnisse in Sachen Bild- oder Videoschnitt erforderlich. Als erstes erstellen wir einen Ordner. Dort wird alles sortiert und dort kommt alles rein, was wir im Projekt haben wollen. Also alle Clips, Grafiken, Soundeffekte, die ganze Grafik und einiges mehr. Dann öffnen wir das Schnittprogramm und können mit dem Schneiden beginnen. Wir verwenden Premiere Pro von der Adobe Creative Cloud. Der ganze Prozess ist aber ähnlich bei allen anderen Schnittprogrammen. Wir erstellen hier eine neue Sequenz, Apple ProRes, mit der Auflösung 1920x1080 und sortieren hier ebenfalls die ganzen Clips und importieren sie. Meistens verwenden wir unsere selbst erstellte Vorlage für die Projekte, wie hier zu sehen ist. Dann erst kann der eigentliche Schnitt beginnen. Ein Projekt besteht im groben Aufbau erstmal aus Musik, der Stimme von mir und dem Video. Als erstes legen wir die Musik in das Projekt, darunter die Stimme. Die Musik wird gemutet und die Stimme zurechtgeschnitten. Versprecher oder zu leise Stellen werden rausgeschnitten oder optimiert. Dann wird die Musik wieder laut geschaltet und an die Stimme angepasst. Jetzt kommt die Videospur darüber. Hier wird das jeweils dazu passende Videomaterial darüber gelegt und somit das ganze Projekt mit Bild versehen. Die passenden Clips werden mit In- und Outpoint ausgewählt und nach der Reihe an das Projekt gebastelt. Diesen Prozess nennt man Rohschnitt. Dann wird jedes Video im Projekt einzeln durchgeklickt und geschaut, ob es irgendwo unscharfe Stellen gibt. Ist ein Video durch zum Beispiel Fokusverstellung nicht richtig scharf oder wurde mit Cinema-Profilen gefilmt, werden die Bilder mit einem Filter nachgeschärft. Dann wird alles noch Color gegradet und ein LUT angewandt. Hier verwenden wir meistens die RGB-Kurven und die 3-Wege-Farbkorrektur für die LUTs Film Convert oder auch die neue Funktion in Premiere, Lumetri-Farbkorrektur. Ist das getan, werden noch Übergänge wie zum Beispiel Lens Flares hinzugefügt, falls passend. Dann kommen die Titel. Meistens gibt es einen Anfangstitel, dieser wird bei aufwendigeren Projekten auch mit After Effects erstellt. Wichtige Stellen und wichtige Begriffe werden mit kleinen Titeln hervorgehoben. Dann ist der Beitrag an sich fertig. Jetzt wird die Beitragssequenz in die finale Sequenz gepackt. Dort befindet sich am Anfang das Video von Lukas, wie er das Thema vorstellt, und dann das Intro. Am Ende die Endcard. Die Endcard besteht ebenfalls aus einer eigenen Sequenz und besteht aus Lukas, der Endcard-Grafik und zwei weiteren Videos. Das finale Projekt wird dann noch bei Übergängen mit Soundeffekten versehen. Dann kann das Video exportiert werden. Hier verwenden wir den YouTube-freundlichsten Codec H264 bei der normalen Full-HD-Auflösung. Während das Video rendert, erstellen wir mit einem Fotobearbeitungsprogramm wie Photoshop das Thumbnail. Das wird dann als JPEG exportiert und dann geht es auch schon ans Hochladen. Das kann vor allem bei einem geschnittenen Video von Moritz sehr lange dauern. Seine Internetverbindung ist ungefähr so schnell. Einfach gesagt, entsteht so ein simples Garnieren-TV-Video. Natürlich gehören noch viele weitere wichtige Schritte vor und nach der Produktion dazu und bei Projekten mit viel Grafik, Animation oder Anleitungen ist der ganze Prozess aufwendiger. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in den Schnitt von Garnieren-TV geben. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Schreib mal bitte in die Kommentare, wie du das Video fandest und ob du selbst Videos schneidest und ob du selbst einen YouTube-Kanal regelmäßig Videos online bringst und wie viel Arbeit du da so reinsteckst. Würde uns sehr interessieren. Und hier kannst du nochmal ein Video gucken. Da stelle ich meine Aquarienanlage vor, meine komplette, die ihr hier hinten seht. Und hier kommt ihr zum weiteren, das ist der zweite Teil, den gab es letzte Woche, wo ich auf ein Becken näher eingehe und etwas über die Technik, über das Wasserqualität, über die Garnelen etwas weiteres erzähle. Unter mir seht ihr nochmal den Website-Link, da könnt ihr unsere DVD erwerben, da könnt ihr unsere Smartphone-App runterladen, damit ihr mal auf dem Laufenden seid. Dann haben wir da auch noch unsere ganzen Social Media, da könnt ihr uns folgen, damit ihr mal auf dem Laufenden bleibt. Und ich verabschiede mich erstmal mit Schaust du gar nicht TV, bist du gar nicht schlau. Bis dann! Ach ja, und hier unten in der Ecke abonnieren. Nicht vergessen, ganz wichtig. Tschüss!